Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Auch meine Fraktion unterstützt den Antrag der Koalition, zumal der dahinterstehende Gedanke einer Kooperation zwischen der Schulgemeinde, der Stadt Kassel und der Universität bereits seit längerem an der Schule diskutiert wird und im Grundsatz mit breiter Mehrheit vom Kollegium mitgetragen wird. Es gibt dazu einen Beschluss einer Gesamtkonferenz vom Frühjahr 2023, nachdem er von der GEW dort eingebracht wird. Im Kern geht es ja darum, an Erfahrungen etwa aus Köln, Potsdam und Dresden anzuknüpfen, wo an Gesamtschulen in einem jeweils schwierigen sozioökonomischen Umfeld in Kooperation mit der örtlichen Universität innovative reformpädagogische Konzepte erprobt wurden und die Kooperation nicht zuletzt auch zusätzliche Ressourcen freigeschaufelt hat, um diese auch umzusetzen. Im Idealfall hieße das mittelfristig, dass die künftige IGS Nord die zentrale Forschungs- und Ausbildungsschule der Kasseler Universität wird. Mit allen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Dieses Kooperationsmodell hätte gerade an einer Schule, die auch geprägt ist von den vielfältigen sozialen Problemen in der Kasseler Nordstadt, wo Heterogenität in jeglicher Hinsicht längst Realität und multiprofessionelles Arbeiten prägend ist, um auch unter schwierigen Bedingungen gelingende Bildungswege zu ermöglichen, besonders positive Auswirkungen. Zumal der geplante Neubau sich in direkter Nachbarschaft zur Universität befinden wird, was sicherlich nicht das Schlechteste ist, wenn man eine Verletzung plant. Und ja, sowohl die pädagogischen Impulse, die von einer solchen Kooperation mit der Uni zu erwarten sind, als auch der Imagewandel, den eine solche Entwicklung zur Universitätsschule, so heißen zumindest die einschlägigen Schulen in anderen Städten, können wichtige Aspekte sein, um dieser Gesamtschule im Kasseler Norden ein Alleinstellungsmerkmal zu verschaffen, das sie auch dringend braucht, um im Stadtteil und darüber hinaus auszustrahlen, eine soziale Durchmischung zu erreichen, die auch die Voraussetzungen für gelingende Bildungsbiografien und produktive heterogene Lerngruppen verbessern. Gerade diese Schule braucht ein solches Leuchtturmprojekt und darum habe ich letztendlich ja, auch die feste Überzeugung, dass das eine Entwicklung ist, die wir brauchen. Diese Impulse sind dringend notwendig. Soweit so gut erstmal. Was ich allerdings kritisch anzumerken habe, ist, dass der Koalitionsantrag in seinen Formulierungen tatsächlich zu wenig die Tatsache berücksichtigt, dass diese Schule sich ja längst auf den Weg gemacht hat, dass sie im Prozess der Umwandlung von einer kooperativen in eine integrierte Gesamtschule ist und dies nicht nur formal, sondern auch im Hinblick auf die Entwicklung neuer pädagogischer Konzepte, Teamstrukturen und Schulentwicklung in ihrer ganzen Komplexität. Die Kolleginnen an der Schule Hegelsberg haben da auch schon einen gewissen Weg hinter sich und arbeiten seit Jahren intensiv daran, ihre Schule neu zu erfinden. Und das müsste sich meines Erachtens auch in den Formulierungen dieses Antrags stärker wiederfinden. Allein schon, um Missverständnisse und unnötige Irritationen zu vermeiden. Der SPD-Änderungsantrag, den meine Fraktion ebenfalls unterstützt, stellt diese Entwicklung pädagogischer Konzepte durch die Schulgemeinde selbst heraus, betont die Notwendigkeit, diese mit einzubeziehen und mit ihr zusammenzuarbeiten. Damit verbessert wir den Koalitionsantrag durchaus, zumal ich ja davon ausgehe, dass es sich eher um eine redaktionelle Änderung handeln würde, denn im Schulausschuss letzten Mittwoch und jetzt eben auch wieder durch Frau Klingsel betonen ja alle einhellig, es gehe nicht darum, der Schule etwas aufdrücken zu wollen, demnach wären wir uns ja also von der Sache her eigentlich einig. Umso unverständlich finde ich, dass bei der besagten Sitzung letzten Mittwoch die Koalitionsfraktion diesen eher sprachlich klarstellenden und von der Sache doch eigentlich völlig unstrittigen Änderungsantrag ohne nachvollziehbare inhaltliche Begründung einfach abgespendet haben. Ich will an dieser Stelle an Sie appellieren, diese Haltung noch einmal zu überdenken und keine Gräben auszuheben, wo es tatsächlich unnötig und schlicht nicht nachvollziehbar ist. Wenn wir eine innovative und durch die Kooperation mit der Uni Kassel nachhaltig gestärkte Gesamtschule in der Nordstadt als Beitrag für mehr Bildungsgerechtigkeit wollen, dann geht das nur mit den Kolleginnen und Kollegen an der Schule und mit Wertschätzung für ihre pädagogische Arbeit.